und wieder zurück bei Mittelerde. So. Ich habe noch etwas total vergessen. Und zwar, ich habe noch einen Dolch, der ordentlich trifft einen brennenden Feind mit einem schnellen Wurf. Wir hauen den hier noch drauf. Dann gucke ich noch ganz kurz wegen den Erfahrungspunkten. Ach nein, das will ich gar nicht so machen. Ich will den schmieden. Den können wir dann einsetzen. Sehr schön. Lass ich mal so stehen. Ja, das kann ich alles dann bei Gelegenheit noch zerstören. So. Jetzt wird's riskant. Mein Ziel ist es nämlich, den zu übernehmen. Dafür muss ich ihn aber demütigen. Das geht mehrfach. Und das wird jetzt schwierig. Das wird richtig, richtig schwierig. Weil wenn ich ihn töte, war's das. Das heißt, mein Ziel ist es, den Jungen zu erwischen, ihn nicht zu töten. Mir wurde die Befriedigung auferlegt. Weil wenn ich ihn kille, ist er weg. Das will ich nicht. Weil jetzt noch 3 Stufen zu machen, ist auch doof. Ich pack den jetzt einfach 2-mal, demütige ihn. Ja, er ist Stufe 27 und ich bin nicht mal 20. Das wird jetzt natürlich ein hartes Stück. Besonders ihn nicht zu töten. Weil der hat immer Gefolgsleute um sich. Also was ich sicher machen werde ist, oder was ich nicht machen werde, ist, ich werde keine Verbündeten rufen. Weil wenn ich Verbündete rufe, dann ist fertig. Ich hoffe so sehr, dass ich ihn nicht kille. Gib mir mal ganz kurze Infos. Gib mir mal kurz über den ein paar Infos. Er ist legendär und Stufe 12. Luft vom Morgai fliegen. Okay. Den holen wir uns auch noch. Schauen uns aber den vorher noch an. Gut, aber ich will jetzt mein Ziel umsetzen, sonst komme ich gar nicht mehr dazu. Let's go. Bald habe ich dich, Ugol. Ich will dich aufnehmen, Ugol. Töte Feinde in der Festung. Das sollte kein Problem sein. Also ich darf keine Verbündeten haben, weil Verbündete sind potenziell tödlich für ihn. Ja, kommt nur, Jungs, kommt nur. Okay. Ich arbeite hier gerade, Mann. Sprengen wir den auch gleich. Gut. Jemand will mich tot sehen. Ich bin den weiten Weg hergekommen. Und jetzt bist du zu feige, dein Gesicht zu zeigen. Okay. Er ist empfindlich gegen Schleichen, Explosionen und Angriffe. Das heißt, wir gehen 2-mal schleichend ran und ich hoffe, dass ich da ordentlich aus den Lebenspunkten abziehen kann. Sieh dort drüben nach.
Neuer Feind, Schattenkargo. Schattenkargo sind stärker und zäher als normale Karguren. Diese seltenen Besten werden normalerweise von treuen Karguren begleitet, die an ihrer Seite kämpfen. Alles klar. Mein Kernziel ist, ihn nicht zu töten. Nicht zu töten. Oh shit. Nein! Was? Ein einziger Angriff? Und er ist tot? Was? Nee, komm jetzt. So viel Vorbereitung für nichts mit einem einzigen Angriff und er ist tot? Lol. Wenn der Rings jetzt nicht in sich hat, man, echt, leck mich doch, ey. Oh. Nee, komm jetzt, Mann. Das verdirbt einem den ganzen Spaß am Spiel. What the fuck? Ein einziger Angriff und er ist tot? Ach so, es steht tödliche Schwäche. Tödliche Schwäche. Eine Schleichart. Tödliche Schwäche. Was hat der Junge hier? Gebrauchte Waffe hat er drin. Zwei Klassen Berserker, wütender Ansturm, Hubsucht, Schneckenskletterer. Frontalen Angriff ab. Also wir holen uns jetzt einfach den hier, ja. Boah, wie mich das nervt. Wie mich das nervt. Ich hätte es einfach besser lesen müssen, komm, leck mich doch. Rekrutiert einen Ork des Marodeurstamms der Stufe plus 20, 40. Durch Angriffe von Gefolgsleuten getötete Feinde lassen mit einem 26 erhöhte Chance Geld fallen. Verbündete Urks leiden 50 weniger Schaden. Ja, das ist mal ein Ring, der hat sich immerhin gelohnt. Ne? Also, jetzt haben wir einen über den Haufen geballert, wo wir wenigstens einen guten Ring rausgekriegt haben. Immerhin. Immerhin. Boah, kann man das verstehen, dass der Frust tief sitzt, ne? Er hatte einen weißen Cargo. Er hätte Verbündete gerufen. Er war perfekt. Ich wollte ihm schon meinen Ring schenken und mit ihm die Verlobung feiern. Ah, scheiße, Mann. Na gut. Sehen wir es positiv, meine Damen und Herren. Er hat einen geilen Ring fallen lassen. Gut ist, ne? Immerhin. Das ist mal viel wert. Jetzt schnappen wir uns den anderen jetzt. Lecker! Ich diente dir. Ich überlistete dich. Ich habe dich verraten. Jetzt stirbst du. Ohne Witz. Er verrät dich? Versuch mal ausweichen, Waldläufer! Verfluche dich mit Dunkelheit! Ihr seid echt undankbarer hier. Ich
Autsch. Nein, oh Gott, hey. Runter mit dir. Okay, jetzt geht gerade einfach alles in die Hose. Warum greift er mich jetzt an? Nehmen wir ganz kurz das hier auf. Ich glaube, diese Statue stellt Galadriel dar. Eine Elbenkönigin aus einem sagenumwobenen Wald jenseits von Gondor. In unseren Büchern fand ich wenig über sie, aber ich weiß, dass ihr Name Baummaid bedeutet und ihr Haar aus Gold und Silber sein soll. Sie war eine Elbenmonarchin des ersten Zeitalters. Welche Wunder sie gesehen haben muss, als die Welt so jung war. Viele wahrscheinlich. Ah. Kanntest du Galadriel? Kennen? Sie ist eine Art Muma. Wie du dir vorstellen kannst, waren wir nicht immer einer Meinung. Ja, wenn ich mich anschleiche. Wo ist er? Versuch mal ausweichen, habt auf Beine ein. Mein Mann! Mein Schwert! Komm, komm, komm. Hast aufgehört. So, Junge, wir spielen das Spiel nochmal. Eine Chance kriegst du noch, weil du gut bist. Ab jetzt dienst du mir. Keine Kontrolle. Unmöglich. Warum? Du hast keine Stärke, keine Macht. Hä? Kann ich den nicht nochmal übernehmen mit... Widersetzt sich der Rekrutierung in deiner Armee, Chance diesen Effekt bei Beschämen zu entfernen. Dann müsste ich ihn nochmal aufsuchen, ne? Ärgerlich. Warte kurz, ich will aber noch was nachgucken. Hat er noch irgendeine Verbindung? Also ich kann sie ihm entfernen, wenn ich beschämen kann, aber ich konnte beschämen, hatte ich glaube ich gar nicht drin, ne? Aber wir schnappen uns jetzt zuerst mal den. Du, Made! Er stellt uns eine Falle. Belohnen wir seine Hinterhältigkeit. Nun komm schon! Du wirst es wohl nicht aufgeben! Der dunkle Herr persönlich segnete diese Waffe. Und du spürst ihn immer, wenn ich dich damit treffe. Ach komm. Jetzt geht gerade alles schief, ne? Geht einfach alles schief. Nein,
den Hals! Mich weiterkämpfen. Ich schütze dich. Ja, das ist jetzt nicht schlecht. So. Warum hat sich der von mir abgewandt? Ne? Warum hat er sich von mir abgewandt? Das ist jetzt natürlich nicht das Coolste. Mal ganz kurz gucken, was der drin hat hier. Fluch der Waffe. Tobsucht, Stammschreibkette. Bildträger. Bitte zürt, wenn Feind haben wir oder genommen sind. Zürt durch Wunden. Ja, der wird relativ schnell entzürnt, der Junge. Nicht schlecht. Ist die Frage, ob ich ihn nochmal runterhauen kann. Ich setze zuerst mal kurz ihn als Ziel hier. Ja. Wir töten den schnell. Ich will nämlich was nachprüfen. Demütigen hieß es. Jetzt ist die Frage, ob ich so etwas überhaupt kann. Kann ich überhaupt demütigen? Ich habe hier sogar in der Nähe noch eins. Wir lassen das. Schnappen uns das hier. Ja. Dort. Du bist eine sich windende Made und ich werde dich zerquetschen. Ich habe schon angsteinflößendere Maden gesehen. Okay. Ich bin dein Ende. Zeit für einen Knall. Ich lasse die mal kämpfen. Ich zermalme. Du bist tot. Nicht gut genug. Das wird gut! Sterb! Ha! Gleich macht's Bumm! Zeit! Ha! Schrei für mich! Okay, so kämpfen die gegeneinander. Der eine hat einfach noch Verbündete, ne? Gerne mit. Ich spring gleich runter. Yo! Not bad. Yo! Der hat kräftige Schläge drauf, der Junge, ne?
Komm. Nein, nicht. Mit Jesus, ne? Nein! Ey, verdammt nochmal. Okay, beschämen, Stufe senken. Das ist effektiv beschämen. Das heißt, ich kann meinen Großen eigentlich noch ein paar Mal beschämen. Von mir aus kannst du jeden Ork in Mordor töten. Es ist mir gleich. Wir befinden uns schließlich im Krieg. Doch das war mein Blutsbruder. Sein Tod wird gerecht werden. Ja, sehr gerne. Aber ich komme gar nicht mal aus dem Kämpfen raus, Mann. What the fuck? Ist er überhaupt stark, der Junge? Eigentlich würde ich ganz gerne die Infos von ihm sammeln. Er sieht schon gut aus. Ein Hühner halt. Gigant. Ja, da vorne habe ich einen. Schnapp mir den ganz kurz, sammel die Informationen von ihm und dann gucke ich, was er kann. Habe ich gut? Danke. Also gegen wen kämpfe ich hier? Gegen den, ne? Udin der Ogre. Informationen aufdecken. Ja, der ist ziemlich fett. Bombe, Mine. Das Übliche halt. Na gut. Ich niet ihn kurz um. Oh, das geht ja nicht. Wo bist du hin? Die Ohren zu halten! Komm wieder her! War ich das etwa? Zielt auf den Menschen! Tja, so viel zu deinem Blutsprung. Oh. Okay. Tja. Ich gehe nochmal kurz hier hin. Gut. Also, mir bleibt gerade nichts anderes übrig, als meinen großen Koloss nochmal zu demütigen, bis der Eisen der Wille verschwindet. Und der mich jetzt angegriffen hat, war sein Blutsbruder. Das heißt, Orks, die haben miteinander Blutsbande, also Uruk-hai-Orks und die Großen. Und wenn ich da einen Blutsbruder von einem töte, dann führt das dazu, dass der mich dann angreift. Wahrscheinlich hat der Große mich deswegen verraten, weil ich seinen Blutsbruder getötet habe. Deswegen auch der Eisen der Wille. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.